Moin Leute, euer Captiver hier und willkommen zurück in meinem Anno 1800 Let's Play. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir wollen uns heute in dieser Folge damit befassen, wie wir denn die Arktis weiter ausgebaut bekommen. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal hier ein paar Dampfmaschinen. Die könnten wir dann auch zu gegebener Zeit erstmal sauber rüberliefern, aber im Moment soll uns das jetzt nicht behindern, sondern wir wollen einfach so viel wie möglich mitnehmen. Wir gehen in die Arktis zurück, werden hier erstmal gleich schauen, wo denn das Schiff ist mit unseren ganzen Sachen, bevor wir hier weiter ausbauen und die Planung hier weiter vorantreiben. Also, wir haben jetzt hier die Pemmikan-Thematik und die Öllampen. Die Öllampen, die profitieren im Moment aber nicht von Pemmikan. Was ist das Manko im Moment? Und da fehlt mir auch noch, sehe ich gerade noch, ein Item fehlt uns hier noch bei Pemmikan. Von daher, da brauchen wir noch... Ah, das ist das Legendäre, das uns fehlt. Genau, das war's. Also wir brauchen noch die Husky und die Gänse. Die würde ich vorschlagen, machen wir irgendwo hier oben. Die Huskies zumindest mal. Und versuchen die mal da irgendwie reinzuwurschteln. Zumindest, wie wir das denn hinbekommen könnten. Gut. Mal einmal den Husky. Wie kriegen wir da nochmal was Passendes rein? 2, 3, 4. Schauen mal, wenn wir hier noch was reinkriegen. 2, 3. Okay, das passt hier schon mal nicht mehr, leider. Könnte man eigentlich nochmal eins nach hinten rutschen. Mit dem ganzen Weg. Vielleicht macht es das dann auch leichter. Schauen wir mal. Da passt es noch. Husky. Vielleicht sogar so. Ja, zum Beispiel, da hätten wir jetzt mal das erste. Gucken wir mal, wie wir das hier noch reinkriegen. Drei. Aber da kriegen wir das. Ah, da kriegen wir es nicht ganz perfekt rein. Hier. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Erreichen wir alle. Gut, jetzt könnten wir nochmal gucken, ob wir hier nicht auch nochmal die Gänse irgendwo reinbekommen. Was brauchen wir dafür? Da brauchen wir die kleinen 2, 3. 4, 5. Aber hier nochmal 1, 2, 3, 4. Ich habe da eine 5. Fette Gelegenheit aufgetan. Ich denke, das könnte jetzt hier 2, 3, 4, 5. Mal 3. Ah, das erreicht man nicht mehr. Schade, schade, schade. Das wäre zu gut gewesen, aber vielleicht kriegen wir es ja auch hier rein. Jawohl, perfekt. Fehlen jetzt hier quasi nur welche. Puzzeln wir mal weiter. Hier geht noch eins rein. Schauen wir hier. Zeigst du mir dein wahres Gesicht. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Damit sollten wir hoffentlich das alles hinbekommen. Ja. Traumhaft. Also Gänse und Husky haben wir hier auch nochmal aufgebaut. Würde ich sagen, passt auch. Kaufen wir kurz die Inselanteile. Dass wir ihn jetzt zumindest mal so eingedämmt kriegen, dass er nur noch kleine Inseln hat. Und wir dann gemütlich das Ganze
Spiel voll angehen können und nicht nochmal in so eine, in so ein Fiasko reinlaufen, wie das letzte Mal. So. Die Segel sind zwischenzeitlich da. Das freut uns hier an der Stelle. Gucken wir mal in der alten Welt nochmal vorbei. Was hier unser... Es mangelt an Arbeitskraft. Reicht schon mal. 50 brauchen wir, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe. 10 hätte sogar gelangt. Sehr schön, okay. Also damit sollten wir in der Lage sein, das zu produzieren. Dann brauchen wir jetzt die Items für die Huskies und die, die Gänse. Also. Da müssen wir jetzt mal schauen, was wir da alles brauchen. Da brauchen wir definitiv diese Brille. Und Husky oder Hundezüchter heißt der Gute. So. Nein, Entdecker. Arger Schlafsack. Auch nicht. Chemikan, den haben wir schon. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Hittenbauer, nein. Bärenjagd, nein, was auch nicht. Eieiei. Der Hundezüchter, ne, wir brauchen den in Blau. Den hier, der clevere Hundezüchter, brauchen wir einmal. Sehr schön. Und dann brauchen wir zwei Lilane noch. Jawohl. Einmal den hier. Oh, was haben wir da? Anzahl Module. Oh, da könnte man sogar mehr Module noch reinkriegen. Da müssen wir dann gucken, wie wir das dann da unterkriegen. Aber vielleicht sparen wir uns dann einfach einen. Gucken wir mal, was jetzt hier am Start ist. So, das können wir auch ablagern. Und ab geht's. Final. Die letzte Phase. Die alte Welt, New York. Gut. Die Stabilität gewinnt sie jetzt langsam. Da gucken wir mal. Hier können wir nochmal ein bisschen, ja, so ist wahrscheinlich besser. Das Ganze zu machen. Ja, die Planung 35% mehr, dann könnte man von jedem eigentlich eins wegstreichen. Weil wir haben auch 3, dann sind wir bei 3x13, 90, ja, das passt schon. Fahren wir das, was wir hier gebaut haben, einfach nur mit denen, die wir auch wirklich haben. Ah, da haben wir schon einen gehabt. Gänsefarm, so. Also, jetzt gucken wir mal. Was hat das, ah, da brauchen wir auch noch Sinn? Temperatur, das habe ich jetzt vergessen. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz im improvisieren. Also, wo bauen wir das denn hin? Muss irgendwo... Ja. Müssen wir hier reinnehmen. Haben wir das so extrem kürzer da? Und dann nur noch eins? Da bin ich noch nicht so ganz. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay. Die Straßen sind wieder sicher. Ich muss mal diese Kante hier dann loswerden. Husky. Husky, Husky. Ich bestehe. Und Husky. So. Da können wir jedes Mal eins mehr bauen, um Gottes Willen. Das wird jetzt spaßig. Gucken wir mal, wenn wir das unterkriegen. Außer Kontrolle. Vielleicht müssen wir da auch einfach weiter runtergehen. Dann gucken wir mal, wie wir das da runterkriegen. Die Flammen sind zwei außer könnten Kontrolle. Wir noch hoch oder nochmal eins runter. Mal gucken. Erledigt. Ah, passt so nicht. Gebäude wurden zum Raub der Flammen.
2. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ist halt verloren da drüben, ne? So, wir bauen das jetzt hier an der Stelle einfach nochmal neu und machen es einmal ein bisschen langsamer, weil mir missfällt es im Moment. Mir passt es hier nicht mit dem Ganzen. Von daher müssen wir mal schauen, wie wir das denn jetzt gebaut kriegen wollen. Also wir bauen auf jeden Fall jetzt mal die erste Husky Farm. So, die müssen wir so bauen. Jetzt müssen wir mal schön spielen. Wie arg wir da das reinkriegen. Eigentlich hier. Dementsprechend kann die nochmal 1 zurück. Schätze ich jetzt einfach mal. So. Jetzt sollten wir die definitiv da reinkriegen. Können wir hier dahinter eine aufbauen, oder? Hier. Gucken wir mal. Ah, jetzt kriegen wir die fünfte sogar unter. Okay. Müssen wir uns gleich mal anschauen, wie weit wir denn da wirklich rüber können. Was da wirklich Sinn macht und was nicht. So, erreicht es das hier noch? Irgendwie nicht, ne? Passt hier nicht. Witzig, dass das hier nicht passt. Ich bin hier aber auch, glaube ich, deutlichst zu tief mit dem Ding. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Mal gucken, das bauen wir mal hier so runter. Was soll's? Jetzt gucken wir mal, wie weit wir da. So. Hier erreichen wir dann schon mal ein bisschen mehr. Sehr schön. Nehmen wir mal die hier mal mit. Passt auch hier rein. So. Können wir vielleicht auch auf der Seite was tun? Und das Lagerhaus? Nee, das passt auch hier mir nicht. Gucken wir mal, wenn wir die hier hinsetzen. Eins weiter nach unten. Und wenn wir das so hinkriegen, jawohl. So sieht es doch schon besser aus. 3, 4. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Jetzt hat er das wieder hier nicht übernommen, oder was? 1, 2. 3, 4, 5. Gut. Da drüben noch eine. Zwei. 3. 4. So. 5 und 5. Nächste Husky Farm. Gucken wir mal, wenn wir die da noch reinkriegen. Das sollte doch einfach kleiner Bauer. Meine Güte, du. Haben wir schon mal 3. Ja, nichts verschenken, packen wir die hier rein. Hier. Ja. Fünf. Sehr schön. Gehen wir da nochmal ein Stück weiter weg.
So. Damit erreichen wir die alle. Müssen wir mal schauen. Der Radius geht. Dementsprechend können wir hier schon nochmal ein paar Gänse reinmachen. Zwei. Mach schon mal zwei. Eins. Zwei. Zwei. Ja. Sechs. Eins. Drei. Drei, vier, fünf. Sechs. Gucken wir mal, ob wir sogar nochmal eine hinkriegen. Würde man nur hier hinkriegen. Gucken wir das. Drei, vier, fünf, sechs. Irgendwann müssen wir das in ein Lager bringen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Haben wir hier nochmal vier. Da haben wir vier. Also ich würde sagen, das ist gigantisch geworden. Ein Lager. Zwei, drei. Polarwacht. Vielleicht hier oben hinpacken. Ah, perfekt, würde ich sagen, oder? Sieh doch mal nach was aus. Und damit haben wir schon mal richtig viel da dran. Und daher, ja, würde ich sagen, kann man jetzt an der Stelle lassen. Also nochmal, falls ihr es euch abkupfern wollt, ich glaube, das ist jetzt ein Miet am besten hier alles rausgeholt, was irgendwie zum Rausholen geht. Hier verlieren wir jetzt halt gerade ein bisschen was. Das ist aber nicht schlimm, das können wir... Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Ja, da müssen wir noch so machen. Das können wir auch noch ein bisschen optimieren, glaube ich. Indem wir jetzt Weg so bauen. Ja. Dann haben wir zumindest da mal noch Fläche. Ist ja eh verloren hier. Dieses Areal. Weil wir brauchen dann ja noch den Schlitten. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das alles unterkriegen. Die Schlittenmanufaktur. Und mit der Schlittenmanufaktur könnten wir ja jetzt auch mal überlegen, da nochmal eins oder zwei Dinge mehr mit rein. Eigentlich wahrscheinlich brauche ich die Gänsefedern. Die brauche ich wahrscheinlich gar nicht, oder? Da sollte man so viele eigentlich übrig haben. Die Gänsefedern, die kriegen wir ja einmal hier. Ah, nur jedes siebte, okay. Kriegen wir aber auch hier jedes siebte. Wahrscheinlich auch hier nochmal. Ne, kriegen wir nur die Öllampe. Robbenfälle, ah, nee. Ja, ich glaube, das ist schon notwendig, das jetzt so zu tun. Also von daher, wir machen mal nichts schlimmer wie das, was man nicht brauchen. So, das könnten wir aber auch hier da nochmal ein bisschen optimieren. Da werden wir nicht drum herum kommen, denke ich. So, hier oben könnten wir nochmal eins reinhauen, ein Quartier. Später. Daher lassen wir es mal Öllampen. Kriegen wir im Moment auch nicht super optimiert. Volles Lager. Gut. Haben wir die Hunde noch. Dafür brauchen wir ja nicht besonders viel. Die könnten wir, wenn wir Glück haben, sogar hier reinkriegen noch. Fangen wir mal hier an. Also, wir haben jetzt wie viele Robben? Ah, gut, da haben wir genügend. Hunde haben wir 4, 2 Minuten. 3. 3. Aber warum habe ich jetzt hier... Doch, da habe ich noch Strom gehabt. Halten Sie sich von den Knöpfen und Hebeln fern. So. So, die... Perfekt. Haben wir doch alles hier.
gucken wir mal auch nochmal hin. Da können wir nochmal überlegen. Aber das. Ach gut, ich meine, das könnte man auch. Kann ich auch so lassen. Das gefällt mir halt hier nicht. Die Distanz, ja, ja. Von hier unten kriege ich auch nichts mehr rein. Ah, das sind mir eigentlich fast zu viele. Das ist ja nicht optimal. Gut, die zwei. Hier wäre halt besser. Aber das könnte man vielleicht auch verändern. Weil da kommt ja das Ding hin. Genau. Wenn ich jetzt hier die Schlitten mache. Hundeschlitten. Oh, die brauchen viel Platz. Die brauchen viel Platz. Machen wir das mal hier raus. Da können die jetzt schön hin. Gut, jetzt kommen die Hundeschlitten. Ihr dreht nochmal besser. Schon mal zwei. Hundeschlitten brauchen wir. Brauche eine Minute. Vier, das heißt zwei. Ja, sollten wir schon vielleicht noch ein drittes irgendwo reinkriegen. Oh, jetzt rein da. Weil die erreichen wir. Er ist halt ärgerlich, nur das Ding. Damit kommen wir nicht optimal dazu. Gut, ich könnte aber auch das hier. Das hier hinsetzen. Das hier hoch machen. Vielleicht kriegen wir das dann. Alles ein Tick besser hin. Irgendwas gedreht. Ja, sparen wir gar nichts. Schade. Ey, das ist ein bisschen gefriemelt, die Arktis. Das kann ich euch hier schon sagen. Aber gut. Und aber hier noch optimieren wahrscheinlich. Wenn wir das jetzt hier links hinpacken. Langt das ja? Jawohl, er langt. Haben wir hier vielleicht sogar nochmal eins? Okay, das können wir mal weiter runter. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Ah, nee. Funktioniert nicht. Ja, das bringt uns auch nicht weiter. Gut, dann machen wir das aber doch so ran. Ist zumindest eine gewisse Radesthema. Da. Hier geht es auch nicht länger. Rade. Auch nicht. Problem ist die Kante wahrscheinlich nicht. Das Ding, ja, egal. Da machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. Wahrscheinlich brauchen wir da eh nochmal was. Das haben wir, das haben wir. Schlitten, Schlitten. Die brauchen. Da können wir vielleicht sogar hier rüberschieben, so. Gut, und dann bauen wir nochmal ein Lagerhaus hier rein. Was soll's. Wissen wir auf jeden Fall, was der Bedarf hier ist an der ganzen. Dann jetzt brauchen wir die Items noch für die Schlitten. So, was brauchen wir da für Items? Wir brauchen für die Huskies, für die Schlitten brauchen wir. Jo, den
Schlittenbauer zweimal. Okay, das wird interessant. Auf die Barrikaden. Das wird interessant, würde ich sagen. Und daher. Und die Phase, war schon fast vergessen, ist fertig. Das ist der Hangar? Wie wundervoll. Ah, jetzt haben wir es hier wahrscheinlich, Sir John, oder? Wird der Erste sein, der Ihnen dazu gratuliert, sobald wir ihn finden. Ja, klar. Was sagst du ärgerlich. Da? Kein Da. Ich kann nicht aufhören, heiße Luft zu produzieren. Ja, kann ich. Nur durch Schnattern kann ich mich hier oben halten. Gut. So, jetzt machen wir es nochmal langsamer, dass wir hier auch die Items sauber gefarmt kriegen. Nee, das war er hier nicht. So, der Schlittenbau, da haben wir einen mal. Da haben wir der zweite. So, und jetzt bauen wir nochmal einen. Kennen Sie, was so ähnlich sieht er, glaube ich, ja aus. Schauen wir mal ein bisschen würfeln. Gensen Husky. Gensen Husky, nein. Chemikan. Ja, wo ist er denn? Pemikan. Gensen Husky, Pemikan. Schlittenbauer. Ja, da haben wir doch. Räder gibt es da dafür. Sehr schön. Sie haben ein neues Zwischenziel. Da damit sollten wir auch. Die Items am Start haben. Hey, ist ja traumhaft. Wir sind hier voll ausgestattet. So, 5, das bringt uns halt nicht arg weiter. Wir fahren das hier komplett rüber. Dann haben wir die Insel eigentlich. Wir müssen mehr heizen. Ja, wir müssen mehr heizen. Wissen wir doch. Gucken wir mal, wie wir das hier optimiert kriegen. So. Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht so weit. Ich muss sogar weiter hier runter. Ja. Da können wir auch hier wahrscheinlich jetzt. Wenn wir schon gucken, wie weit es jetzt geht. Können wir nämlich weiter weg. Da. Hier können wir hin. Oder? Dadurch sind die jetzt. Warte, hier braucht ja keins. Sie haben an Einfluss gewonnen. Alle verbunden. Das ist sehr schön. So. Ausladen. Jetzt bauen wir unser erstes Luftschiff, würde ich sagen. Es mangelt Traumhaft. An Arbeitskraft. Mangelt an Arbeitskraft, das wissen wir doch. Die Flammen sind außer Kontrolle. Da machen wir uns dann auch gleich Gedanken drüber. So, das brauchen wir noch. Was brauchen wir jetzt noch für ein Item? Gucken wir mal. Den hier. Und die gute. So, und damit haben wir hier schon wieder ein Gleichgewicht mit optimaler Item-Auslastung. Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Das denke ich nicht so verkehrt. Das mal hier. Ja, da könnten wir sogar auch nochmal optimieren. Wir könnten ja hier nach hinten legen. Mal gucken. Ja, weil die Kante hier, die bringt uns nur bedingt was. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, das optimieren wir später, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall. Dafür brauchen wir was? Segel und Motoren. Halt, wie wär's mit einem Kaffee? Gut. Sie spielen schon seit zwei. So, Segel und Kaffee. Kaffee. Lauter, sie spielen schon seit zwei Stunden. So. Dampfmaschine nehmen wir nochmal mit. Das Ganze. Die Arktis. So, und damit haben wir eigentlich
die wichtigsten Dinge hier schon am Start. Sobald wir jetzt das Schiff haben, können wir auch beginnen, die erste Insel zu besiedeln. Das soll jetzt uns einfach mal keinen abtun. Und dann müssen wir uns nur noch überlegen, was wir denn noch on top brauchen könnten. Wir könnten jetzt mal gucken, was wir denn dann auch für die Gebäude, also für die Bewohner hier Sinnvolles brauchen. Ob es da irgendwas überhaupt gibt, uns helfen kann. Das sind halt alles die Kunden eigentlich. Ja, aber das passt doch an der Stelle. Was machen wir da jetzt rum? Es bringt uns jetzt gerade hier nicht weiter. Von daher, ich würde sagen, das sieht gut aus. Jetzt können wir mal kontrollieren, wie viel wir hier haben. Emikan haben wir halt Arbeit, echt nicht so viel. Irgendwer muss sie erledigen. Und für die Öllampe, da müssen wir mal gucken, was wir da noch für Items brauchen. Das ist... Ja, das können wir nur beim Nate wieder nachher hinbekommen. Okay. Von daher schauen wir mal. Die kriegen wir jetzt halt hier gerne mehr unter, die Öllampen. Ja doch, wobei, die könnte man ja hier irgendwie an den oberen Teil noch packen. Wenn ich mir das hier so angucke. Wir bitten lediglich um etwas Schutz. Ja, wenn wir das jetzt hier so ranpacken, verbinden das auch nochmal hier. Und wir packen die Öllampen da rein. 2. Also das sollte schon möglich sein, würde ich sagen. Aber die Polarwacht, die können wir ja auch dein erstes andere Seite. Luftschiff. Ich wette, du fühlst dich leicht wie eine Feder. Ja. Machen wir dann zum späteren Zeitpunkt. Da ist sehr wohl. Von weit oben sieht die weiße Fläche schon endlich. Ja, die Quest machen wir jetzt noch nicht weiter. Wir besiedeln jetzt erstmal. Sonst wird das nämlich nie was. Dass ihr zumindest das Wichtigste seht. Also, für den Anfang ist, glaube ich, die hier leichter zu besiedeln. Aber da viele Quellen haben, aber ich beginne eigentlich immer gern mit der hier. Also, als Tipp hier, damit wir die Episode jetzt beenden können auch. Wir holen uns jetzt eine von diesen höher gelegenen Inseln. Ich empfehle euch für den Start definitiv die Insel hier ganz rechts zu nehmen. Ist ja immer das gleiche Layout, weil hier einfach die meisten da sind und da könnt ihr relativ gut die abgrasen. Ich bin es einfach gewohnt, hier zu starten. Ist ein bisschen länglicher gezogen und auch oft nicht optimal. Aber für mich reicht das jetzt eigentlich für den Anfang. Von daher passt es, denke ich, an der Stelle mal. Gut. Und jetzt gucken wir mal noch geschwind, dass wir die Insel hier sauber aufsetzen. Passt schon. Da haben wir eine schöne Kante jetzt drin. Und daher Gebäude wurden zum Raub der passt das, würde ich sagen. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da die Kanten hier weiter bauen. Ich denke, das könnte hier passen. So, dann könnten wir hier die Kante bauen. So, da müsste zwei reingehen. Sehr schön. Schauen wir mal, ob das hier auch so passt, wie ich mir das vorstelle. Einfach, dass wir mal grob skizziert haben, wie das aussehen könnte. Optimal wäre es, wenn wir jetzt nochmal zwei unterkriegen. Nee, passt leider nicht an der Stelle. Aber das soll auch nicht das Problem sein. Wir haben ja die Möglichkeiten. Die oh, Leute gehen, gehen auf da die eh Barrikaden. Nicht. Baumhaft. Gut. Ja, damit passt das auch. Da könnte man dann so rüber das machen. Ich mal nur nichts unter. Die Flammen sind ja, das gucken wir uns dann in der nächsten Episode an, wie wir hier stabil einfach weiterbauen wollen.
Aber ich würde sagen, damit haben wir zumindest mal ja, die erste Meilensteine erreicht für Gas, bis wir die Inseln hier aufbauen und dann geht's weiter. Von daher, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt mir gesund und bis bald, euer Captiver.